Zeki meets Bruno, der Kameramann. Es hat am 26. ist es rausgekommen, jetzt ist der 30. in 4 Tagen 85.000 Views. Das schafft, das hat, glaube ich, höchstens mit meinem Corona-Song geschafft. Zeki, kontrovers, viel mögen ihn nicht. Wir schauen das Video an. Genau, let's go. Und habe diesen Kanal mit mir, Yves, gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Jo, liebe Leute, langes Herz. Ah, geil, Alter, habe ich meine Cam auch wieder mal komplett über dem Kameramann selber drüber. Und ich habe endlich wieder die Internetsensation Bruno getroffen. Okay, es wirkt schon leicht cringe. Es wirkt leicht cringe. Ich habe jetzt keine Fragen vorbereitet. Ich dachte, wir machen einfach einen lässigen Talk. Wie geht's dir? Keine Fragen vorbereitet. Perfektes Interview, Digga. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Ja, das freut mich. Ist doch gut. Was machst du jetzt? Wie alt bist du jetzt? Ich glaube, der Bruno hat es nicht so lustig gefunden, das Video zu machen. Also jetzt vom ersten Eindruck. Ich bin jetzt 15 Jahre alt und gehe noch dieses Jahr in die Schule. Und nächstes Jahr gehe ich dann in die Stifte. Stifte? Mhm. Also machst du Lehre? Ja, genau. Die Lehre von Autolackieren mache ich dann. Autolackieren? Ja. Kann am Säcki sein Auto lackieren? Nichts mit Kamera. Der Armin tut mir irgendwie leid. Eben, ich habe das Gefühl, im Video irgendwie... Also, ich weiß nicht, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass der gemobbt worden ist, wo das Meme so viral gegangen ist. Also ich weiß nicht, aber... Könnte sein. Wahrscheinlich nebenbei... Also ich weiß wirklich nicht, ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Ich lerne noch. Okay, also wäre das etwas, wo dich würde reizen, einfach? Ja. Schon? Ja. Also vor der Kamera oder hinter der Kamera? Weil du bist ja eigentlich hinter der Kamera, du bist ja der Kameramann. Ja, wäre vom Namen her Sinn, aber wahrscheinlich vor der Kamera oder halt einfach nochmal Gaming. Und so Zeug. Er wirkt wirklich ein bisschen weird, aber vielleicht ist es auch seine Art. Ja, safe habe ich auch das Gefühl, aber er sagt noch später, dass es nie sie gesehen. Okay, es kommt noch das Thema Mobbing. Okay. Oder einmal, was passiert ist. Es würde mich wirklich hure wundern, was ist in seinem Leben passiert. Ich meine, es gibt kein Meme, das damals so viral gegangen ist wie das. Also würdest du dann auch irgendwie YouTuber werden? Ja. Nein, YouTuber würde ich nie werden, das würde ich nie machen. Aber... Mir sieht dich irgendwie. Chat würde den YouTuber wählen. Nein. Gar nicht etwas posten jetzt momentan. Also auf Instagram. Also man hört einfach nichts mehr von dir. Instagram bin ich gerade gar nicht mehr aktiv. Da bin ich. Sind die mal wirklich aktiv gewesen? Wie haben sie geheißen? Wie hat die Fam schon wieder geheißen? Oh, Dude. Oh, fuck, man. Hat es einen Grund? Es wirkt irgendwie so. Zumindest Verhör. Ich weiß nicht, man. Nicht so viel einen Grund. Ja. Reizt es dich einfach nicht so? Doch, schon einfach. Da gehe ich lieber auf Playstation oder so. Okay, aber... The Readers, stimmt. Okay, er tut auf jeden Fall gerne gamen. Wie geht es dir generell? Das ist schön. Jetzt, ich meine, wann haben wir das Video gepostet? Vor 5 Jahren, mhm. Gell? Und ich habe mich seitdem geistig null weiterentwickelt. Das ist crazy, Mann. Ja. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, über Nacht zum Internetstar zu werden? LOL! Oh, mega lul! Die haben auch dann erst so ein Video gemacht. Safe die gleiche Couch. Cool. Und man bekommt jetzt so viele Fragen. Sie haben auch den Bruno genommen und er ist einfach in der Größe einfach aufeskaliert worden. YouTube. Ja, mittlerweile sind 5 Jahre verstrichen. Wie? Dann hat er mit der Hand so gemacht und jetzt macht der Hand wieder so. Wie hast du die Zeit erlebt? Du hast dich eher zurückentwickelt. Ja, komm. Ja, normal. Eben dann. Ja, normal gsi, hat dann bei den Heime gsi und hat Schule weitergemacht und ab und zu sind Fans zugekommen oder halt einfach nur auf der Straße irgendjemand noch mehr gesehen. Also kennen dich Leute noch? Wirst du noch darauf angesprochen? In dieser Zeit, also jetzt gerade nicht mehr. Okay. Endes Alter. Ja, aber wir hatten ja gar nichts gesehen von ihm, also ich hätte ihn jetzt auch nicht erkannt auf der Straße. Gut. Ja gut, ja. Du bist auch gewachsen. Ist ja so wie bei Mark Galaxy so. Der kennt auch niemand mehr. Ja. Was, Nilay? Ja. Und wir kennen auch viele nicht mehr Stimmen. Ja, deine Stimme hat sich auch verändert. Ja. Boah, genau. Wow, die Stimme hat sich übel verändert. Und der herzige Bruno, der Kameramann. Spass. Nein, ja. Cool. Wie geht's um Marco? So wie ich weiß, gut, er ist bei meiner Mutter gerade. Hast du Marco gesehen? Ist es der, der die Cam in der Hand gehalten hat, oder? Und. Du bist beim Vater.
Ja, genau. Okay, und Yves? Yves, soweit ich weiß, ist da ein Jahr noch länger in der Schule gewesen. Was er jetzt für einen Job hat, weiß ich genau nicht. Hat er gar keinen Kontakt mehr? Nee, in letzter Zeit nicht mehr. Nach. Wollt ihr nicht oder versteht ihr euch nicht? Ist echt zu fame geworden. Bruno ist echt zu fame geworden. Er hat zu seinen Kollegen gesagt, Leute, ich chill jetzt nur noch in L.A. Einer sieht, er war gerade gerade nichts von Videos oder... Habe die Aussage nicht verstanden. Oh damn. Schussiges Haar. Oh damn. Also er wollte einfach nichts mehr davon wissen. Ja, genau. Okay. Also von YouTube oder so, mehr nehmen nicht. Okay. Man versteht dich manchmal fast nicht, was du sagst. Und ja. Das liegt vielleicht an der Spange. Ja, das liegt an der Spange, genau. Jetzt ein bisschen vor sich anmurmeln. Ja. Aber egal, weißt, ich kann auch mal Spangen gehabt. Ich habe nie eine Spange gehabt. Ich kann dafür nicht reden von dem. Wenn wir alle durch oder fast alle. Gibt es gerade irgendetwas, wo du mich würdest wollen fragen? Spontan kommt mir gerade nichts in den Sinn. Ey, der Bruno hat wirklich mega Bock auf das Video, merke ich. Crazy. Also ich bin nicht so interessant. Nein, das schon nicht. Alles gut. Gerade kommt mir nicht. Der Bruno, der ist 15. Das ist spontan nichts in den Sinn. Okay. Und gibt es irgendetwas, was du den Fans noch mitteilen willst, unabhängig jetzt von deiner YouTube-Karriere? Jetzt kommt Asag, Diss-Track gegen Nilay und Adi Totoro. Jetzt kommt's. Komm mal raus! Ich werde wahrscheinlich noch dann wieder aktiv werden auf Instagram und so. Wahrscheinlich andere Accounts, ich weiß noch nicht. Ja, also auf YouTube ist es nicht schwierig, den aktiven Schweizer YouTuber zu werden. Komm, Bruno, mach YouTube. Okay. Ja. Der hat doch die perfekte Rampe zum Grosswerden. Also grosse Karriere vor dir, Social Media Star. Ja. Ja, wer weiß. Morgen wieder Video mit Seki drin, gar keinen Bock. Ja, der Bruno, der er wirkt jetzt nicht gerade so, als hätte er mega Lust auf das Video, sagen wir es mal so. Ich bin da, falls du meine Unterstützung brauchst. Aber der Seki ist da. Ich helfe dir gern. Ja. Und ja, ich hoffe, dass du eigentlich eine gute Zeit erlebt hast, seit dem Internet-Hype, und dass du nicht irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich weiß nicht, Mobbing oder so, ob das mal ein Thema war. Nein. Haben dich nie. Nee. Auch bis Mobbing heute nicht. Das ist halt immer so eine Frage, oder? Ey, ich weiß nicht, ob ich ihm das abkaufen kann. Also, vielleicht hat er wirklich Glück gehabt, aber ich habe das Gefühl, bei so einem Internet-Hype, also da gibt es einfach Leute in der Schule, so die coolen Dudes, die sagen, ey Bruno, und es ist doch einfach übel nervig. Also, da sind doch safe in der Zeit alle zu ihm angegangen und haben gesagt, ey Bruno, du... Also, jeder. Also, ich weiß nicht. Aber... Jetzt wird er gemobbt und jetzt wird aber... Das freut mich, wenn das nicht der Fall war. Super. Ja. Cool. Dann kommst du mich mal besuchen in Zürich. Ja, gern, ja. Ist gut, tun wir zusammen streamen. Ja. Machen wir etwas. Ist ja. Gut. Das ist gut. Dann gehen wir Streamen? Hat doch irgendjemand streamen gesagt? Shisha rauchen. Schlechte Einfluss. Da sehe ich den Bruno. Beim Shisha rauchen. Ja, das ist von mir und dem Bruno. Und Bruno geht soweit gut. Das freut mich sehr. Und dann sehen wir uns nächstes Mal auf YouTube. Ja, sehr gern. Cool. Also, liebe Leute, wenn ihr Tipps habt für den Bruno, dann kommentiert das doch einfach. Und dann kommt das gut. Bis dann. Ciao. Ich weiß nicht genau, was ich vom Video halte. Es kommt mir so ein bisschen traurig über, so der Vibe. Aber vielleicht ist es auch gesehen, wie sie sich sehr lange nicht gesehen haben und es halt eh weird ist bei ihnen. So ein bisschen der Vibe. Aber Bruno ist einfach eine Legende, Digga. Also Bruno, absolute Medi-Legende, Bro. Keiner führt die Kamera besser als er. Würde der Bruno die Kamera beim Nilay machen, dann würde es vielleicht bei ihm laufen. My heart, heart. My heart went. My heart just got stuck.